Servus, liebe Leute, wir sind wieder, euer Alex und Nico. Ganz verrückt heute aus München, nur für euch, denn wir haben uns überlegt, Marktgeberers Soße, scharfe Soße, 1,5 Millionen Scoville. Ganz schön skurril, das hier auf dem Tisch. Was tun Sie sich nur an? 1,5 Millionen Euro in Form von... Oh, nice watches, Alter, was sehe ich hier? Eine Messi in Rose Gold, schöne Selektion, Leute. Uhren liegen, aber was wir mit dieser Soße und diesen Uhren vorhaben, Alex, erzähl's denen! Es wird eine Challenge geben, und zwar Uhren ertasten. Einer wird gleich diese Brille hier angezogen bekommen, man sieht absolut gar nichts durch diese Brille. Der andere wird aus dieser Auswahl von Uhren, die wir gerade auf den Tisch platziert haben, dem anderen eine Uhr in die Hand drücken. Sehr cool. Hör mal, die Jungs, kannst du sagen, was du willst? Die Jungs sind, machen's gut. Ach, komm. Es ist heute irgendwie der Wurm drin hier, ne? Millionen. Nur in Millionen bei ChronoCash. So, Leute, jetzt geht es definitiv los. Wenn es ein Unentschieden gibt, dann müssen wir beide die Soße essen. So einfach. Wir machen jetzt Xing Shang Shong. Wer anfängt? Wer anfängt. Und dann kriegt der... Diejenige die Maske auf und es geht los. Xing, Shang, Shong, Xing, Shang, Shong. Gut. Das war das. Erstes Spiel schon mal verloren. Hm? Ey, warte mal. Die eBay-Auktion, läuft die nicht schon aus oder ist die nicht schon ausgelaufen? Schon ausgelaufen oder ist noch live? Da ist es. Ist noch live oder also geht noch? So, wo stehen wir denn? Also, noch 11 Stunden. Ach, noch 11 Stunden. Easy. 11 Stunden, easy. Okay. Ich muss mich auch... Best of five, ja? Ja. Let's go, Alter. Hast du es jetzt, Alter? Ah, die ist gut. Warum hast du sie so reingeworfen? Was soll das? Oh, schwierig. Das Band kann man... Wüsst direkt Racing Band. Racing Band. Die Fallschließe ist so einzigartig. Weißt du doch direkt. Das ist ein Stern? Nein. Ein Stern, der deinen Namen trägt. 2.500 Euro, wehe, der bezahlt nicht. Ich weiß, wer das ist. Der zahlt schon. Es ist unglaublich, aber ich kann es nicht sagen. 3, 2, 1. Ist echt schwer. Zenit? Nein! Chrono? Nee? Das ist ein Chronograph, ja, aber das ist keine Zenit! Gut, 1-0. Ja, man darf aber 2 Uhren nicht hintereinander machen, ja? Was meinst du jetzt? Die gleiche Uhr kann ich dir nicht noch einmal geben, den 5-mal. Na, wenn du mich jetzt was hat er da? Sehr bestrafen möchtest... Halt deine Hände zusammen. Wieso schmeißt du die so rein? Damit ich dich dein... Alter, der gibt ihm aber auch richtig gottlose Uhren. Das ist ja, also, erstmal... Eine wunderschöne Breitlänge an einem wunderschönen blauen Lederstrap, aber die zu ertasten ist ja super schwer. Das Gefühl in deinen Händen manipuliere. Bist du hässlich? Bist du. Ey, das ist auch diese, so eine schwere Uhr, das ist eine richtig schwere Uhr. Oh, das darf ich gar nicht zeigen, ne? Also ich bitte dich, was sind das für Handzeichen? Reich mal zusammen. Was machst du denn da? Also was war das denn für... Also was war das denn für... Was ging bei ihm gerade? Muss man verdingsen. Drei, zwei, eins. Sag! Warte, ich weiß nicht. Überhaupt keine Ahnung. Sag irgendwas. Irgendwas, Tagheuer. Nein. Okay, gut. Das war nett, I like it. 2-0, sagst du, ja? Oh, jetzt wird's spannend. Hier müsst ihr geben. Da unten war so eine Polo Piaget. Fuck. Was ist das? Hublot? Oder AP? Alter, was sind das für Uhren? Leute, was sind das für Uhren? Corum Admirals Cup Chronograph 44 mm. 3.500 Euro bei ChronoCash. Preis tagesaktuell. Immer, also
Da sieht man noch wahre Uhrenhändler. Corum Admirals Cup. Also da schieße ich mir, glaube ich, besser in den Fuß, als diese Uhr zu kaufen. Also kein Disrespect. Corum Admirals Cup. Alter, ich schwör's dir, was sind das für Uhren? Wahnsinn, hör mal. Derjenige, der bei euch im Laden diese Uhr verkauft, Alter Schwede, wer kauft denn solche Uhren, ey? Okay, hier mit den Flaggen innen drin, finde ich ja noch irgendwie witzig. Also das hat ja noch was, aber das ist ja mal ein richtiger Eimer. Boah, ey. Boah, ist das ein Eimer. Na? Irgendwie eine Vermutung, in welche Richtung es geht? Corum. Das war mir ein bisschen einfach gemacht, ne? Corum Admirals Cup. Ja. Weißt du, warum er das erraten hat? Weil die Uhr schon 10 Jahre bei ihm ist. Jeden Morgen begrüßt er die Uhr, sagt, hallo, Corum Admirals Cup. Die ersten zwei, die du mir gegeben hast, lagen auf dem Tisch oder hast du die jetzt irgendwo rausgeholt? Ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist, diese Uhren lagen auf dem Tisch und liegen auch immer noch auf dem Tisch. Okay. Wir haben jetzt noch 2 Uhren to go, ne? Ja. Sieht schlecht aus, ne? Würde ich mal sagen. Oh, okay, schön. Tolle Uhr. Tolle Uhr. Aventurin Dial in White Gold, sehr, sehr schöne Uhr. Schwer zu verkaufen, aber schöne Uhr. Tolle Uhr. Sehr seltenes Modell. Tolle Uhr. Okay, ist eine Dornschließe. Okay, jetzt weiß ich auch, was die anderen waren. Das ist die kleine, lange, 36 mm. Richtig? Lange, 36 mm? Ja. Sicher? Der hat das an dem Drücker, glaube ich, erkannt, wenn da ein Drücker dran war. Das ist die kleine Petit-Lange mit dem blauen Blatt. Ja. Ist es die? Ja, das ist sie. Dann waren die ersten zwei auch lange. Nein. Eine davon. Gar keine davon. Okay. Okay, zwei, richtig. Jetzt die letzte, ja? Ich weiß nicht, die 36 ist nicht 38 mm, die? Ja, müsste 38er. So, die letzte Uhr, ultimativ jetzt. 38,5. Jetzt oder nie. Wir müssen aber irgendwie ein bisschen Musik reinspielen, ne? Zenit, ist das die kranke Uhr? Die habe ich bei denen in der Story gesehen. Kannst du sagen, was du willst? Heftige Uhr, richtig heftige Uhr. Preis, Zenit Chrono Master ist natürlich 27 Miller auf den Tisch zu legen. Ist natürlich eine Menge Geld, ne? Lass mal gerade gucken. Zenit Chrono Master in Gold. In Stahl, die Uhr kostet 7 Mille. Lass mal gerade Roségold auswählen. Interessiert mich. Massive Watch. Jemand, der sich so eine Uhr holt, eigentlich, der wirklich, der hat mal, also finde ich, ist ein respektabler Gentleman. So, lass mal gucken hier. Was kostet denn so ein Ballermann? Haben sie sich schon runtergesetzt auf 25, ja. Ja. So eine Uhr musst du am besten knackig einpreisen. Machst du einfach, guck mal, ich hätte die Uhr, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ich hätte die Uhr 19,9 einfach rausgepfeffert. Einfach Dings, 1000 Euro, oder selbst wenn du nur 500 Euro dran verdienst, einfach Dings. Und wenn du dir sagst, zum Beispiel 25.000 Euro, okay, 25.000 Euro. Aber wenn du denkst, 19.000 Euro, für 19.000 Euro ist das eine heftige Uhr. 25.000 Euro, ich finde sie auch krass, aber 25 Mille ist 25 Mille. Aber 19 ist 19. Gut. Die goldene Zenit. Zucker! Ja. Die goldene, warte, ja. Die, ja, oh. Ja, haben wir viele Stich davon? Ja. Nein, eine haben wir da. Okay, gut. 3 hat er jetzt richtig, von 5. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Er ist guter Wert. Gut. Hätte ich mir viel einfacher vorgestellt. Sehr ist schwer. Du siehst auch nichts? Ich sehe nichts. Sicher? Sicher. Sicher? Sicher. Du schwierst aber den Windzug, oder? So, gut. Fangen wir mal. Wenn ich nur den Windzug spüre, ist alles gut. Dann fangen wir mal an, ne? Das ist alles einfach. Dann fangen wir mal einfach an. Oh, Warschauer Konstantin Malte Perpetual. Boah, heftige Uhr. Nur richtige Collector. Ich kann mich mal, wir hatten die damals bei Cologne Watch mal verkauft. Die Kunden, die sowas kaufen, anstrengende Kunden auf jeden Fall. So typisch. Aber heftige Uhr auf jeden Fall. Dieselbe Uhr kostet von Patek Vermögen.
Und so gesehen, also, es ist eine hochspannende Uhr. Halt nicht so zeitgemäß. Gar nicht so einfach, oder? Gar nicht so einfach. Die Vacheron Perpetual. An der Stieße. Vacheron Constantin Perpetual Kalender, die unser Stammkunde unbedingt haben möchte. Eins. Hat er sofort richtig, hä? Habe ich an den Hörnern. Tatsächlich, ich war mir anfangs nicht sicher. An den Hörnern, typische Vacheron-Hörner. Und dann aber an der Schließe, an dem. Okay. Mal gucken wir mal die hier. Das war dieselbe, ne? Haben die sich beiden dieselbe gegeben? Mega. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die erkennt. Das ist die Breitling Premiere, die ich dir als zweites gezeigt habe mit dem blauen Bart. Wie nein? Na so, nein. Es ist nicht. Es ist eine falsche Antwort. Es ist aber die Uhr. Nein. Okay. Es ist nicht die Breitling mit dem blauen Blatt. Blauen Band. Premiere, Breitling Premiere. Nein. Nein. Eins falsch, eins richtig. Okay. So. Next one. I would say so. Ja, die ist schwer. Piaget. Ah, Band, oder was? Wow, krass. Oh, stark. Hätte ich gedacht, das ist schwerer. Ich merke schon. 1,5 Millionen Scoville. Du baust mir Druck auf, Axel. Hör auf damit. Wieso? Aber was war denn die zweite dann? Was wirst du erfahren, sobald? Ich war mir todessicher. Ja, todessicher. War ich mir auch mal. Oh, Jäger. Hatten wir auch mal. Ist so schwer zu Lust zu werden. Das ist die Die hatten sehr einzigartige Kronenschutz. Ich kenne sogar den Namen von dem Kunden. Ja, und den sagen wir jetzt aber nicht. Ja, haben ihm schon eine Chopin verkauft, die hat er in Zahlung gegeben. Also drei habe ich schon. Es ist jetzt unentschieden. Rein theoretisch, wenn ich jetzt. Also, wieso? Na, du hast gewonnen. Wie? Ich habe jetzt erst drei. Du hast auch drei richtig. Ach so. Das ist jetzt meine letzte, die letzte Uhr, die ich habe. Drei richtig oder zwei? Du hast drei richtig. Okay. Ich habe drei richtig. Okay. Wenn ich jetzt richtig liege, dann hast du verloren. Okay. Wenn ich jetzt falsch liege, fressen wir beide. Es wird spannend. Es wird spannend. Es wird spannend. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Da kann man erkennen sofort. Hier ist die Schließe. Da erkennt man auch sofort. Ich habe keinen Bock. Ich liebe. Ich bin ein Uhrenerkennungsroboter mit einer sehr guten Quote bislang. Oh, okay. Ja, das Gehäuse ist nicht einzigartig, das ist nicht einfach. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Drei. Ist das zwei, der Rolex Killer Zenith? Eins. Der Rolex Killer der Daytona, die Zenith El Primero. Nein. Gerade noch. Darf ich jetzt? Ja, du kannst gerade. Ah! Fuck, ich wusste, dass er mir diese Uhr geben wird. Wieso habe ich denn. Oh, ich habe zu. Er hat mich viel zu früh unter Druck gebracht, ja? Ganz ehrlich jetzt. Was war die zweite Uhr? Es war eine Breitling, aber es war die falsche Breitling. Und so hat dich eine Breitling ins Verderben mitgerissen. Wir werden jetzt beide, definitiv beide, diese Soße essen. Boah, jetzt ich bin ich mal gespannt. Aber du bist so ein. Man muss schon sagen, ist es viel schwieriger als vorher gedacht? Nein! Für mich schon. Ja doch, ist schon. Ist schon krass. Sobald hier sowas kommt, rundes Glas. Keine extra Schließe, wo man was erkennen kann. Fuck, Mann. So, oder die Dings habe ich nicht überlegt. Die Kompressor habe ich dir gegeben, das ist sofort an den Verschluss von der Krone. Richtig, so, ja. Gut, dann. Aber okay, gut, die habe ich verwechselt. Aber das hätte ich an den Chronograph-Drückern hier erkennen können. Seht ihr, ja, ich war mir sicher, das ist die. Ich war mir zu sicher. Eine Sekunde mehr, dann hätte es geschaltet. So,
Die Challenge ist vorbei. Wir haben beide reingeschissen. Zwei Verlierer, zwei Gewinner, je nachdem. Würden jetzt aber noch mal ganz kurz, bevor es wirklich dazu geht, dass wir die Soße essen, erklären, wie, also Alex erklärt, wie er seine Uhren erkannt hat. Ich gebe mal kurzes Feedback, wie ich meine Uhren erkannt oder habe. Oder nicht erkannt. Oder nicht erkannt, ja. Also bei der Zenith, definitiv bei der El Primero in Gold, das Gewicht. Es ist sofort klar, dass es eine goldene Uhr ist. Vom Tasten her kann man wahrscheinlich nicht sofort sagen, ob es jetzt Daytona ist oder nicht, aber an der Schließe. Sofort, also man merkt es an der Schließe, dass es die von Zenith ist. Ja, das war auch die Soße. Tatsächlich meine Intention. Jemand! Jemand! Gut. Das war die... Oh! Gut. Das war die fälschlichste Scheibe, sieb! Wie behindert sind wir denn bitte? Oh, oh. War wild? Ich glaube, er kann nicht so gut scharf essen. Ist das, kann das sein? Ne, ich halte noch ein bisschen. Oh, Digga. Du hast jetzt nicht auf. Hat er. Digga. Nie wieder, nie wieder. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen mitgenommen, oder? Das ist gut. Okay, es ist, glaube ich, nicht so wild wie Nico. Aber es ist gut. Einfach wegatmen mit dem Schmerz. Nico, möchtest du noch etwas erzählen? Wir wollten eigentlich noch sagen, dass wir die Soßen auch noch bezahlt haben. Also es ist nicht so, dass wir gestellt bekommen haben. Wir haben für diese... Für dieses Gefühl gerade Abbruch bezahlt. Das ist so krass, oder was? Bis jetzt! Du hast in Thailand gerade, Digga. Marc in seinen Videostreams bringt diese. Die Soße, Alter. Atmen oder kotzen? Atmen oder kotzen? Frage aus der Regie, ist es wirklich so scheiße? Es ist wirklich halt. Hey, scheiße, Blair. Spielst du das? Ich spiele das nicht, wirklich nicht. Es tut mega krass weh. Ja, wie ein guter Espresso. Guck mal, wie fit der jetzt ist. Guck mal, das hat gezündet wie ein Espresso. Es ist, also, es ist nicht entspannt. Ah, es ist Knopf, ich dachte, es ist Rotze. Knochen, die rauskommen. Es ist, okay, es lässt nach, es lässt nach. Ja, okay. Es lässt nach. Es ist mehr, als man essen würde. Also, als ich essen würde, definitiv. Es ist Schmerz dabei. Aber ich muss auch trotzdem sagen, ich dachte, er wird krasser. Aber Nico ist erst gar nicht. Nico weint ein bisschen. Gut. Also ich hätte drauf verzichten können. Ich hätte auch, definitiv. Aber jetzt lässt nach. Ja. So, die Milch brauche ich gar nicht. Weil da sind Kalorien drin und ich bin gerade... Aber der Unterschied ist extrem. Immens, ne? Es ist, also ich würde es nicht. Es ist unangenehm. Ihr brennt auch nach, es ist nicht mehr so schlimm, wie es war. Ich merke das ja noch, ich kann mich aber noch nicht 100% konzentrieren. Es brennt, es tut weh. Herr Geber... Marc, musst du dir mehr Mühe geben, nächstes Mal bei der Soße. Okay. Mich musst du eine mildere Version... Weil wenn du das erreichen wolltest... Boah, ich weiß halt... Ja. Also damit... Sagst du ab jetzt immer zum Frühstück, ja? Kauf die Marc Gebauer Soße, kauf sein Parfüm, kauf seine Uhren. Wenn er die Uhren nicht hat, die ihr wollt, kauft unsere Uhren. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr die Soße schon mal probiert habt, was eure Lieblingsuhr ist, ob ihr genauso reagiert wie ich oder wie Alex. Schreibt uns alles in die Kommentare und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr beim nächsten Mal, beim nächsten Challenge mit dabei sein wollt und gegen uns antreten möchtet. Ich finde die Jungs sehr unterhaltsam, wirklich. Also lasst denen gerne mal ein Follow da, schaut bei denen auch vorbei. Die hatten ja gerade so ein Raub, haben sehr viel Geld verloren und das sind wirklich sehr nette Jungs.